Computer, starren blöd ins Fetzenbuch, klicken sich stoisch von einer Website zur anderen und denken sich, dass sie ihre Zeit vertun. Ja, mir geht's manchmal so, aber manchmal merkt man auch, dass das blöd Herumklicken einen einfach bildet. Ja, und so ging es mir unlängst. Da folgte ich einen Link auf Wikipedia. Da gibt es einen Eintrag über den Robert Lichal. Für die Jüngeren unter uns, das war mal ein ÖVP-Verteidigungsminister, Rechtsaußen- und Verteidigungsminister, so vor 20 Jahren. Man hat ihn den Stahlhelm Lichal genannt. Und in dessen Wikipedia-Biografie, da liest man Folgendes. Ich lese Ihnen das vor. Es ist ein bisschen ein langer Text, aber es ist ein total interessanter Text. 1987 wurde nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Profil bekannt, dass Lichal einen Auftrag über 50.000 Stück Leuchtspurübungsmunition für Flugabwehrgeschütze im Wert von 35 Millionen Schilling an den Schweizer Produzenten Oerlikon Bürle vergeben hatte, obwohl der französische Anbieter Matra Manurin, nehme ich an, dass man das so ausspricht, die Fans ein Angebot für 15 Millionen Schilling vorgelegt hatte. Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe verfügte das Bundesheer über entsprechende Munitionsreserven für 2 Jahre. Lichal hatte das Bundesheer zumindest 3-mal angewiesen, das günstigere Angebot von Matra zu übergehen. 1988 wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet. Es kam zu Hausdurchsuchungen bei Lichal, seinem Sekretär Michael Spindlecker und Walter Schön, dem damaligen Oerlikon-Generalrepräsentanten in Österreich. Lichal und Schön waren eng befreundet und wie Spindlecker Mitglied des Kartellverbandes. Bei Schön wurde ein Notizzettel mit dem Vermerk: Spindlecker, erstens Parteienfinanzierung 2 Millionen, zweitens Auftragvolumen 35 Millionen, vorgefunden. Die Staatsanwaltschaft vermutete eine verbotene Parteienfinanzierung für die ÖVP, woraufhin der parteilose, aber ÖVP-nahe Justizminister Egmont Vorrecker ein Disziplinarverfahren gegen den ermittelnden Staatsanwalt einleitete und den Fall der Oberstaatsanwaltschaft übertrug, die Ermittlungen 1990 einstellte. Fällt es uns da nicht wie Schuppen von den Augen? Vor 25 Jahren schon starke Indizien für folgenden Vorgang. Erstens, man gibt einen völlig überteuerten Staatsauftrag an einen befreundeten Unternehmer und sorgt dann zweitens dafür, dass ein Teil des Geldes in die eigenen Parteikassen zurückfließt. Und drittens, man dreht die Ermittlungen über den politischen Zugriff auf das Justizministerium ab. Und viertens, man macht die zuständigen Staatsanwälte fertig. Im Kleinen, ich meine, es ging ja dabei nur um 2 Millionen Schilling, also im Kleinen hat man hier schon erprobt, was man dann 10, 15 Jahre später im großen Stil durchzog. Und mittendrin, quasi als Lehrbub, unser Michi Spindlecker. Hausdurchsuchung bei Spindlecker schon vor 24 Jahren. Und der soll der ÖVP jetzt glaubwürdig Sauberkeit verordnen. Ja, die ÖVP, ich mache mir langsam echte Sorgen um die ÖVP. Ja, echt, denn dieser Korruptionssumpf, der sich da auftut, der könnte diese Partei in ihrer Existenz bedrohen. Ich meine, ja, im Augenblick liegt sie in den Umfragen abgeschlagen auf Platz 3, aber immerhin noch knapp über 20%. Aber was sich da jetzt an Korruption auftut, das kann zum Untergang dieser Partei führen. Ja, und wir haben solche Totalimplosionen schon erlebt bei der Democrazia Cristiana in Italien oder jetzt unlängst bei der Christdemokratie in der Slowakei oder auch auf der anderen Seite bei den polnischen Sozialdemokraten. Und warum sollte der ÖVP ein solches Schicksal erspart bleiben? Und glauben Sie mir, ich bin wirklich kein Parteigänger der ÖVP. Ich habe mein ganzes Leben noch nie ÖVP gewählt. Das kann ich gar nicht. Also das, selbst wenn ein anständiger ÖVPler zur Auswahl ist, diese Grenze, die ÖVP zu wählen, dort mein Kreuzerl zu machen, das schaffe ich einfach nicht. Aber trotzdem, einen Untergang dieser Partei, das wünsche ich mir nicht. Weil ein Land wie Österreich, das braucht eine gemäßigte, christdemokratische, bürgerliche Partei. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn es die ÖVP völlig zerlegt, dann wird halt was Neues entstehen, kann eh nur besser werden. Und da ist natürlich schon was dran, aber es gibt natürlich auch ein paar Gegenargumente. Ja, es ist schön, wenn ins Parteiensystem Bewegung kommt, aber wenn eine so wichtige Partei kollabiert, dann kommt es halt recht selten vor, dass die dann einfach von einer neuen, moderneren Kraft ersetzt wird. Meistens entstehen dann 7, 8 Spaltprodukte aus dieser Konkursmasse und mal kommt die ins Parlament und dann fliegt sie wieder raus und dann kommen zwar andere rein. Also sowas führt dann
meist zu einer sehr chronischen Instabilität des Parteiensystems. Die als Pessimisten, als Besserwisser, als sogenannte Wutbürger uns glauben machen wollen, dass man mit Protest und mit Gegnerschaft und mit schlechten Vorzeichen. Und auch wenn wir diese relative und vor allem als sehr bleiern erlebte Stabilität des Parteiensystems, wie wir es jetzt haben, oft nicht gut aushalten. Glauben Sie mir, chronische Instabilität ist auch nichts Schönes. Und deswegen wünsche ich mir einen Totalzusammenbruch der ÖVP nicht. Zumal ja das gesamte Parteiensystem betroffen wäre. Wäre ja absurd zu glauben, dass die Faymann-SPÖ von einer Implosion der ÖVP profitieren würde. Ja, das könnte sie, wenn sie die kleinen Unsauberkeiten, in die sie selber verstrickt ist, die natürlich groß genug sind, aber im Vergleich zu dem von den anderen, sind sie natürlich klein, wenn sie die glaubwürdig abstellen würde. Inseraten-Affäre, aber auch dieses Zuschanzen an Aufträge an Parteifreunde oder an parteinahe Firmen oder einfach Glücksritter, die wie Fliegen um die Macht herumflattern. Wenn sie all das also glaubhaft abstellen würde, wenn sie dann einen dicken Strich ziehen und wieder eine Partei der sauberen Hände würde. Das könnte sie, sie ist nur unfähig dazu. Sie traut sich das nicht, einen solchen Sprung zu machen, weil die Kleingeister, die dort jetzt das Sagen haben, das erstens nicht begreifen, was für eine Chance das überhaupt für sie wäre und weil sie auch nicht begreifen, welche Gefahr sie sich aussetzen, wenn sie das jetzt nicht tun. Und deswegen würden realistisch gesehen, ja, man kann natürlich von neuen, großen Bürgerbewegungen träumen, die jetzt antreten und das gesamte politische System aufmischen. Aber realistisch gesehen würden nur die antipolitischen, selbsternannten Saubermänner gewinnen, die gegen die Politiker wettern. Obwohl ja gerade sie, die FPÖ, die korrupteste Partei von allen ist, hat man ja gesehen, wie schnell bei denen die Parole Heim ins Reich umschlägt in die Parole Reich ins Heim, wie das mal ein schöner, kluger Wuchtelschieber genannt hat. Zurück zur ÖVP, was da jetzt im Wochenrhythmus rauskommt. Ja klar, Jagdeinladungen sind eine Kleinigkeit, aber dass die zuständige Bereichssprecherin für die Telekom ihren Wahlkampf aus Telekom-Geldern finanzieren lässt und dann als Konsequenz nur eine Ruhigstellung dieser Sprecherfunktion vornimmt, aber auf ihrem Abgeordnetenmandat, da bleibt sie bicken drauf. Ja, geht's denn noch? Noch ein paar solche Fälle und die ÖVP ist bei 9-10% und dann ist es vorbei mit ihr. Und es spricht ja jetzt schon viel dafür, dass es bei der nächsten Wahl zu einer solchen Abrechnung kommen könnte. Ja, so richtig dreckig ist die ÖVP ja erst unter Schwarz-Blau geworden. Und bei der nächsten Wahl wird deswegen noch einmal in einem gewissen Sinn der Wolfgang Schüssel zur Abstimmung stehen. Das nächste Wahlergebnis wird nämlich auf die Kappe von Wolfgang Schüssel gehen. Man muss das so deutlich sagen und es wird ein Fiasko werden. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die ÖVP überhaupt noch einigermaßen aufrecht stehen kann. Das verdankt sie ihrer Verwurzelung in der Zivilgesellschaft des flachen Landes, in den Provinzstädten und in den kleinen Dörfern. Dort, wo es praktisch nur ÖVP gibt. Dort hat sie viele normale, anständige Leute. Dort hat sie gute, anständige Bürgermeister, die oft für ihre Gemeinden was weiterbringen und dort wählen die Leute auch seit ewig ÖVP und werden das, solange es die ÖVP gibt, auch weitermachen. Und dass die Leute dort ÖVP wählen, das hat ja im Wesentlichen mit Tradition zu tun. Das sind ja keine hartgesottenen ideologischen Konservativen, sondern meistens ganz normale Leute. Leute, die jetzt auch nicht so viel anders denken zum Beispiel und ticken zum Beispiel als ich. Ja, die haben eine andere Lebenswelt, die haben einen anderen Lifestyle als ich, aber wenn man mit denen redet, dann wird man viel mehr Übereinstimmungen feststellen, als dass man Dinge feststellt, die einen trennen. Also die haben mit diesen Factors, Amons, Kopfs exakt nichts gemein, außer, dass sie mit denen in einer Partei sind. Also diese kleinen, fleißigen, lokalen Funktionäre, die sind das Kapital der ÖVP. Aber diese Factors, diese Amons, diese Kopfs, diese Hackels oder diese Bartensteins oder wer auch immer, also diese Ultras auf der einen Seite und die Diebe auf der anderen Seite, die sind gerade dabei, diese letzten Reste des Kapitals der ÖVP zu verspielen. Und auch wenn es einem so ein bisschen eine klammheimliche Freude bereitet, natürlich, dass es diese Leute alle jetzt erwischt, so muss man sich doch langsam auch Sorgen machen.